Deutschlandfunk, Medias Res. Mehr als 2 von 3 Menschen benutzen jeden Tag WhatsApp zum Nachrichtenschreiben, Videos angucken oder was auch immer. Das zeigt die aktuelle ARD/ZDF-Online-Studie bezogen auf Menschen ab 14 Jahren. Dagegen ist die Zahl von Telegram fast schon lächerlich klein. Gerade mal 3% der Menschen in Deutschland benutzt den Messenger täglich. Das heißt, Telegram ist ein Zwerg. Und trotzdem bekommt Telegram im Moment viel Aufmerksamkeit oder schon seit einer ganzen Weile, weil sich dort einiges an Hetze und Gewaltaufrufen findet, gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und deswegen gibt es gerade auch immer mehr und immer lautere Forderungen, etwas gegen Telegram zu unternehmen. Matthias Kettemann ist Experte für Internetrecht und Professor an der Universität Innsbruck und mit dem bin ich jetzt live verbunden. Hallo, Herr Kettemann. Hallo. Erstmal, gibt es Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf, was Telegram angeht? Es gibt auf jeden Fall Handlungsbedarf. Telegram mag zwar ein Zwerg sein, aber es ist ein Giftzwerg geworden, wo sehr viel rechtsradikale und rechtswidrige Inhalte verbreitet werden. Und jetzt ist es ja auch so, dass die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD gerade sagt, und zwar gegenüber der Funke Mediengruppe, dass sie entschlossener gegen Hetze, Hass und Gewalt im Netz vorgehen will. Was heißt denn eigentlich entschlossener? Heißt das neue Gesetze zimmern oder die bestehenden Gesetze wirklich voll ausreizen? Das fragen Sie zu Recht, weil neue Gesetze werden bestimmt nicht kommen. Wir warten ja auf das Inkrafttreten des Gesetzes über digitale Dienste der EU. Die EU ist jetzt schon ein bisschen unerfreut, dass Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgeprescht ist. Es kommt also sicher kein neues Gesetz. Und die Gesetze besser durchzusetzen ist zwar sinnvoll, aber schon jetzt laufen 2 Verfahren des Bundesamts für Justiz gegen Telegram seit Sommer diesen Jahres. Unter anderem, weil Telegram sich keine Schriftstücke zustellen lässt und nicht reagiert auf Behördenanfragen. Ironischerweise lassen sie sich auch nicht dieses Verfahren, in diesem Verfahren lassen sie sich auch nicht die Schriftstücke zustellen. Das heißt, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das heißt, da funktioniert juristisch und postalisch gerade überhaupt gar nichts, was Telegram angeht? Da funktioniert zurzeit sehr wenig. Telegram will einfach nicht. Und die Frage ist, wie können wir Telegram dazu bringen? Es gibt da so Nukleare Optionen, etwa Telegram zu verbieten. Das versuchen die Medienanstalten zurzeit mit bestimmten Pornoseiten. Das geht aber bei Telegram einfach deswegen nicht, weil nur ein geringer Anteil der Inhalte auf Telegram rechtswidrig sind. Also das Geschäftsmodell ist es ja nicht, rechtswidrige Inhalte zu verbreiten. Sie finden zwar sehr viele derartige Inhalte dort, aber das ist nicht das Geschäftsmodell. Das heißt, ein Verbot wäre auf jeden Fall überschießend und verfassungswidrig. Die Frage ist, wie können wir gesellschaftlichen Druck aufbauen auf Telegram? Und das wird die Politik alleine nicht schaffen. Wäre es eigentlich technisch überhaupt möglich, den Zugang zu Telegram oder zumindest zu Teilen von Telegram zu sperren, zum Beispiel zu diesen öffentlichen Kanälen, wo dann aufgerufen wird zu bestimmten ungenehmigten Corona-Protesten? Technisch wäre das denkbar, aber es würde auf jeden Fall an den verfassungsmäßigen Freiheiten scheitern. Unsere Lösung darf nicht sein, Telegram an sich zu sperren, sondern wir müssen Telegram dazu zwingen, besser zu moderieren, klar rechtswidrige Inhalte schnell zu löschen. Das geht über gesellschaftlichen Druck, das geht auch über den Druck zum Beispiel der großen Gatekeeper, also jener Unternehmen, die Telegrams Aktivitäten erst ermöglichen, die App Stores zum Beispiel. Das heißt, die müssten idealerweise sagen, ihr fliegt raus, wenn ihr nichts ändert? Ganz genau. Das hat man ja gesehen, auch am Beispiel der Kanäle von Attila Hildmann. Auch einige von seinen Kanälen sind verschwunden. Und Telegram hat das gemacht, ganz, ganz klar aus Angst, aus den App Stores rauszufliegen. Das ist nicht etwas, was die Politik machen kann, sondern das sind unternehmerische Entscheidungen. Klar hilft hier gesellschaftlicher Druck. Der kann auch durch politische Positionierungen erhöht werden. Insofern waren die Erklärungen der neuen Frau Innenminister auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dass die Politik nichts machen kann, ist ja auch irgendwie bitter, oder? Ja, wir befinden uns in einer Zeit, wo das Recht zwar online gilt, wo wir aber feststellen müssen, auch noch 2021,
dass der deutsche Staat, wie auch andere Staaten, noch nicht effektiv gegen alle Arten von Rechtswidrigkeit online vorgehen kann. Da sind die privaten Eigentümer der Online-Räume sehr stark gefragt. Auf die muss Druck ausgeübt werden, auf Telegram und auch auf die anderen Netzwerke. Gäbe es auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Polizei mehr auf Streife geht im Netz, also zum Beispiel eben bei Telegram? Auf jeden Fall. Das haben auch einige Medien haben vor kurzem gezeigt, wie effektiv das sein kann. Die haben gefunden, etwa pornografische Inhalte, sexuelle Ausbeutung von Kindern. In nur wenigen Stunden haben sie dort sehr viele Inhalte erfolgreich vom Netz geholt. Das heißt, eine Art proaktives Policing der Telegram-Kanäle erscheint durchaus möglich und sinnvoll. Aber auch hier wiederum wird es schwierig sein, dann die Täter, die Täterinnen zu finden. Kurze Frage zum Schluss. Hatten Sie schon mal Kontakt zu Telegram? Haben die sich von Dubai aus gemeldet? Bei mir persönlich noch nicht, nein. Nein, die haben sich noch nicht gemeldet. Ist ja auch schwierig, ne? Ich glaube, die sind quasi nicht zu erreichen. Wir haben es zumindest probiert und es bisher nicht geschafft. Matthias Kettemann war das von der Universität Innsbruck über den Umgang mit dem umstrittenen Messenger Telegram. Vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Deutschlandfunk, Medias Res. Er ist nicht groß, er wird nur von wenigen genutzt, aber manche sagen, der Messenger-Dienst Telegram sei demokratiegefährdend. Dort werden Mordpläne gegen Politiker ausgebrütet, Hass und Hetze geteilt und dort verabreden sich die Demonstrierenden, die gegen die Corona-Maßnahmen zurzeit auf die Straße gehen. Das Problem Telegram gibt es schon lange, aber jetzt fällt es auf. Auch weil deutsche Behörden sich gerade einigermaßen hilflos fühlen, weil Bescheide am Firmensitz in Dubai nicht einmal zugestellt werden können. Max Hoppenstedt beschäftigt sich als Spiegelredakteur schon lange mit Telegram. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob er sich darüber wundert, dass das Bundesamt für Justiz mit seinen Zustellversuchen keinen Erfolg hatte. Nein, wenn man sich die Geschichte dieses Unternehmens anschaut und dazu schon länger recherchiert, dann wundert einen das nicht. Telegram ist dafür bekannt, relativ staatsfern zu sein und nicht auf Anordnung von Regierungen zu reagieren. Bis heute steht auf ihrer Internetseite, ich glaube, das ist stolz gemeint, der Satz, wir haben bis heute 0 Byte mit Behörden bzw. Regierungen geteilt von unseren Nutzern, also keine Nutzerdaten weitergegeben. Von daher hat mich das absolut nicht überrascht, nein. Eine Kollegin von Ihnen vom Spiegel ist neulich mal hingefahren nach Dubai und hat beim Firmenschild geklingelt. Mit welchem Ergebnis? Ja, genau. Wir haben in einem größeren Team zu Telegram und dem Unternehmen recherchiert, weil das schon sehr spannend ist. Auch der Unternehmensgründer Pavel Durov und das ganze Team um ihn rum ist eine spannende Figur, eine spannende Geschichte. Wir haben dort schlicht niemanden angetroffen. Das ist ein hohes Bürogebäude in der Nähe von der Marina-Flaniermeile in Dubai. Dort im 23. Stock ist eben der offizielle Firmensitz des Unternehmens. Aber da ist niemand. Das Büro scheint, glaube ich, so kann man es sagen, verwaist zu sein. Und selbst am Empfang sagte die Empfangsdame dann den Satz, es ist komisch, wir haben nichts von Ihnen im System, nicht mal Kontaktdaten. Sie konnte sozusagen nur sehen, dass die Büros dort eigentlich sein müssten. Das deckt sich ja mit dem, was auch die Regierung und die anderen da sehen. Und was meinen Sie, wo sitzt das Team? Wo sitzt Pavel Durov? Wo ist die Firma in Wirklichkeit? Pavel Durov hat zuvor einen Facebook-Klon, V-Kontakte heißt der, gegründet in Russland, in St. Petersburg und ist damit sehr reich geworden und ist dann aus dem Unternehmen gedrängt worden. Und er, so schildert er es, aus der Erfahrung hat er eben Telegram gegründet, damals noch aus St. Petersburg heraus operiert und ist dann aber irgendwann sozusagen halb aus dem Land geflüchtet, halb gedrängt worden, halb selbst, glaube ich, gerne eine Weltreise angetreten. So würde ich es von außen mal interpretieren. Und auf seinem Instagram-Profil meldet er sich auch immer mal wieder zu Wort. Und da kann man sehen, dass er dieses Unternehmen sozusagen von ganz vielen Orten auf der Welt führt. Also mal ist es irgendwie ein festliches italienisches Gebäude, in dem sich das Entwicklerteam gerade treffen soll. Teilweise hat das Unternehmen wohl auch, so heißt es, aus Berlin operiert. Ich glaube, es ist schon so, dass Dubai zumindest eine wichtige Rolle im Unternehmen heute spielt. Der offizielle Dienstsitz ist da und Pavel Durov selbst hat sich auch mit hochrangigen Vertretern von den Emiraten getroffen, was insofern bemerkenswert ist, weil er ja sonst
eine Staatsferne fliegt. Kriegt denn dieser russische Milliardär überhaupt mit, was hier in Deutschland politisch gerade los ist wegen seiner Firma? Ich glaube, das ist für ihn ein etwas zu kleiner Markt, Deutschland. Allerdings ist der europäische Markt für ihn durchaus bedeutsam. Und wenn er es mitkriegen sollte, was immer schwer zu sagen ist, er hat sich zumindest vor kurzem zu Wort gemeldet mit Lebensweisheiten anlässlich seines 37. Geburtstages. Und was er auch gesagt hat, ist, dass Telegram kein Platz für Gewaltaufrufe sei. Er hat auch kürzlich sogar explizit eine deutsche Impfgegnergruppe genannt, die Telegram löschen musste. Ich glaube, im Detail verfolgt er es nicht, aber er dürfte es im Großen und Ganzen mitbekommen. Und es ist auch ein Wiedergänger für ihn, wenn er es denn mitbekäme. Denn nach dem Sturm aufs Kapitol stand Telegram schon mal im Visier der Behörden, weil die Plattform eben beliebt ist bei Rechtsextremen und auch dort eine Rolle spielte als Rückzugsort, nachdem eben andere große Netzwerke dann Rechte von ihren Plattformen geschmissen haben. Lassen Sie uns bitte auf die Maßnahmen schauen, Herr Ruppenstedt, die jetzt hier in Deutschland diskutiert werden, um dieses Problems Herr zu werden, dieses Problems Telegram. Heute Morgen hat Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, bei uns im Interview die Polizei aufgefordert, sich mit den Telegram-Kunden direkt zu beschäftigen, wenn schon die Firma selber nicht greifbar ist. Ich habe mir am Wochenende tatsächlich mal wieder das fragwürdige Vergnügen gemacht, bei Freie Sachsen vorbeizuschauen. Das ist schon sehr ungemütlich da und ich habe jetzt kein geheimes Passwort benötigt, um dort reinzuschauen. Könnten die Sicherheitsbehörden durchaus auch mal reinschauen in diese Gruppen und selbst dort strafbare Inhalte auffinden und die dann auch strafverfolgen? Und das wäre auch dringend notwendig. Dort werden Straftaten angekündigt, die dann anschließend auch entsprechend umgesetzt werden. Das, was Frau Esken hier sagt, klingt so, als geschehe das noch nicht. Stimmt das? Also wir haben bei unserer Recherche zu Telegram festgestellt, und so haben wir es dann genannt und andere nennen es auch so, dass das so eine Art Darknet für die Hosentasche ist. Also wenn Sie diese App jetzt öffnen, dann finden Sie dort Straftaten jeder Art, die geplant oder eben sogar über die App begangen werden. Zum Beispiel Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen oder gefälschte Impfpässe werden dort angeboten. Es ist nicht so schwer, auf diese Inhalte zu stoßen, die dort eben offen geteilt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man hat oft dieses Bild, dass das im Geheimen oder in Chatgruppen geschieht, aber es sind offene, große Gruppen, in denen dies eben oftmals geschieht. Von daher würde ich Frau Esken in dem Punkt zustimmen, dass es tatsächlich richtig und wichtig wäre, Telegram regelmäßig ins Visier zu nehmen und, wie das dann so gerne heißt, dort Patrouille zu laufen. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben für die Ermittlungsbehörden. Und ich finde es dann auch in dem Zusammenhang ein bisschen verwunderlich, wenn eben Innenminister sich öffentlich zu Wort melden und sagen, man müsste schärfer gegen Telegram vorgehen und dieselben Innenminister ja Ressourcen haben, um ihre eigenen Polizisten loszuschicken oder besser auszustatten, ne, und die Ermittlungen dort zu stärken oder den Fokus anders auszurichten. Ich glaube, dass das schon der wichtigste Punkt ist jetzt. Denn vieles an Hetze und an strafbaren Dingen geschieht dort auch immer wieder unter Klarnamen. Und es gibt immer wieder auch, das haben unsere Recherchen auch gezeigt, die Möglichkeiten, Täterinnen und Täter dort zu identifizieren mit verschiedenen Recherchemitteln. Der Internetrechtler Matthias Kettemann hat gestern hier bei uns in der Sendung gesagt, dass er der Idee, also einen Appell an Google und Co. quasi Telegram aus den App Stores herauszuwerfen, dass er dieser Idee viel abgewinnen kann. Was meinen Sie dazu? Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten jetzt. Die erste Möglichkeit ist mehr Strafverfolgung. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich das richtig und gut fände. Im Übrigen hat auch das verschärfte Vorgehen von Schwerpunktstaatsanwaltschaften jetzt in den letzten Jahren gegen Hassposter bei Facebook, Twitter und Instagram gezeigt, dass das durchaus Wirkung zeigt und dass Menschen eben dadurch begreifen, dass es Grenzen des Sagbaren oder Grenzen des Legalen vielmehr gibt im Netz. Der zweite Weg ist, Telegram als gesamte Plattform zu sperren. Das hat wahnsinnige Kollateralschäden, ist es rechtlich auch nicht geboten, denn da geschieht ja nicht nur diese strafbare Kommunikation, über die wir jetzt reden, sondern da ist auch ganz viel Individualkommunikation und ganz vieles, was einfach nicht strafbar ist. Sie können nicht eine Plattform deshalb insgesamt abschalten, rechtlich, abgesehen davon, dass es technisch nicht ging. Und der dritte Weg ist eben diese Möglichkeit, an die App Stores heranzutreten. Das ist insofern ein ganz guter Mittelweg. Ich gebe aber zu bedenken, dass all diejenigen, die diese App jetzt auf ihren Telefonen haben, auch nicht betrifft. Die App fliegt deshalb nicht von den Telefonen. Die es neu installieren wollen, die können es dann nicht mehr über die App Stores. Es gibt aber auch sozusagen Versionen von Telegram, die nicht über den App Store funktionieren. Es wäre eher ein Zeichen als eine massive Einschränkung, was nicht heißt, dass es nicht auch richtig ist. Hass, Hetze und Mordkomplotte bei Telegram. Was lässt sich da tun? Darüber habe ich mit Max Hoppenstedt gesprochen. Er arbeitet im Netzwerkressort des Spiegels. Deutschlandfunk Interview.
Viele derjenigen, die gestern Abend demonstriert haben, auf die eine oder andere Weise, die organisieren sich, unterhalten sich, kommunizieren im Messenger, im sozialen Netzwerk Telegram. Sie kennen das vielleicht. Das Logo ist ein blauer Papierflieger. Und der Gründer von Telegram heißt Pavel Durov, er ist gebürtiger Russe, lebt inzwischen mutmaßlich in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf Instagram hat der Mann immerhin fast 700.000 Follower. Er inszeniert sich dort als Mann mit Sixpack und als Mann mit Sinn für Achtsamkeit. Allerdings achtsam, respektvoll, friedliches Miteinander, fördernd, das ist nicht das, was in Teilen des Messenger-Netzwerks Telegram zu lesen ist. Da wird in Gruppen und Kanälen gehetzt, es wird zum Mord aufgerufen, zum Beispiel am sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Telegram, auch das gehört zu dieser Geschichte, ist auch ein Instrument für jene, zum Beispiel in Belarus, die ihren Diktator Alexander Lukaschenko am liebsten heute als morgen los wären. Auch sie kommunizieren über Telegram. Und für viele Menschen ist es einfach ein ganz normaler Messenger, wo Familien zum Beispiel miteinander kommunizieren. Da geht es gar nicht um Politik. Am Telefon ist Saskia Esken, SPD-Co-Vorsitzende, gerade im Amt bestätigt. Und jetzt in den nächsten Minuten wahrscheinlich wichtiger, sie ist Fachfrau für Digitales. Guten Morgen, Frau Esken. Guten Morgen. Sind Sie eigentlich auch Gegenstand von Hasstiraden auf Telegram? Das mag sein. Ich verfolge jetzt nicht alle Gruppen bei Telegram. Ich habe mir am Wochenende tatsächlich mal wieder das fragwürdige Vergnügen gemacht, bei Freie Sachsen vorbeizuschauen. Das ist schon sehr ungemütlich da und man kann ja daran erkennen, ich habe jetzt kein geheimes Passwort benötigt, um dort reinzuschauen. Das ist durchaus auch beobachtensfähig und beobachtenswert. Also ohne jetzt Werbung überhaupt nicht machen zu wollen, ich will es noch kurz erklären. Das ist eine Gruppe, in der sich unter anderem Rechtsradikale in Sachsen organisieren. Ja, und alle Sicherheitsbehörden haben die Möglichkeit, dort auch reinzuschauen. Mhm. Und das würde ich auch. Jetzt war die Akustik. Hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie. Entschuldigung. Okay, das war kurz weg. Können Sie den letzten Satz noch mal kurz sagen? Die Sicherheitsbehörden haben die Chance? Haben die Möglichkeit, dort reinzuschauen. Das sollten wir auch tun. Das sollten Sie auch tun. Dort findet sich Strafwürdiges, mit dem man sich beschäftigen sollte. Mhm. Damit sind wir bei der Frage nach dem Handlungsbedarf. Schreckliches bürokratisches Wort. Wenn die Dinge nicht so bleiben sollen und können bei Telegram, wie sie sind, Wie sollen Behörden, also wenn es mal konkreter gefragt, wie sollen sie agieren? Na, wir haben ja mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch schon die sogenannten sozialen Medien, die Plattformen, dazu verpflichtet, Notice and Takedown einzuhalten. Also wenn sie von strafwürdigem Verhalten dort Aussagen, Filmen, Kenntnis haben, diese dann auch runterzunehmen, also die weitere Verbreitung zu verhindern. Und dann eben auch jetzt neuerdings mit der neuen Novelle des Gesetzes auch bei den Behörden anzuzeigen. Tatsächlich auch die Kenntnis von Strafwürdigen auch dazu führt, dass die Dinge nicht mehr in die Welt gelangen. Mhm. Und die Messenger halten sich aber bisher dort. Mhm. Unsere Verbindung ist wirklich nicht so ganz tipptopp, aber wir versuchen es. Tut mir leid. Wir versuchen es einfach weiter, weil das Wesentliche kommt durchaus an. Also es gibt ja eine wichtige juristische Unterscheidung. Ist Telegram ein Messenger oder ein soziales Netzwerk? Kurz für alle erklärt, wenn es ein soziales Netzwerk ist, zum Beispiel wie Facebook oder wie Twitter, dann gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, jedenfalls dem Papier nach. Und dann sind diese Netzwerke verpflichtet, hasserfüllte Botschaften aus dem Netz zu nehmen. Und da ist jetzt im Augenblick noch diese Einordnung unklar, Frau Esken, aber bei Ihnen ist es doch recht deutlich. Sie wollen Telegram als soziales Netzwerk betrachten? Naja, in dem Moment, wo eben dort sehr große Gruppen gebildet werden können, die auch einen hohen Verbreitungsgrad haben, auch diese Bots, die dann nur Nachrichten eben weiterverbreiten, auch an große Abonnentengruppen, da kann man nicht mehr von einem Kommunikationsmittel für Familien oder 1:1 Kommunikation sprechen. Das ist dann ganz klar ein soziales Netzwerk. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, Frau Esken. Um das zu tun oder um das zu erreichen, braucht der Staat die Kooperation
dieser Firmen, und damit meine ich Facebook und damit meine ich Twitter, und die sind im Vergleich zu Telegram ja geradezu ansprechbar, weil sie tatsächlich über eine Adresse verfügen, über Mitarbeiter verfügen und so weiter und so fort. Telegram kann man gar nicht erreichen. Also da gibt es wohl eine Postadresse, und wir haben jetzt gelernt, dass die deutschen Behörden darauf warten, dass Schreiben an Telegram, die, glaube ich, im April losgeschickt wurden in Dubai, nun auch irgendwann mal zugestellt werden. Ja, diese Schwierigkeiten hatten wir natürlich auch mit Facebook und Twitter anfangs und sind eben dann über die Verpflichtung auch in Europa, in Deutschland ladefähige Adressen vorzuhalten, auch weitergekommen. Aber es war ein schwieriges Unterfangen, und das muss jetzt mit diesem Unternehmen eben auch angegangen werden. Aber wie ich schon versuchte zu sagen mit meinem Bericht aus meinem Wochenendausflug in einer rechtsradikalen Gruppe, um es mal so zu erklären, die Freien Sachsen, kann man ja durchaus auch, könnten die Sicherheitsbehörden durchaus auch mal reinschauen in diese Gruppen und selbst dort strafbare Inhalte auffinden und die dann auch strafverfolgen. Und das wäre auch dringend notwendig. Dort werden Straftaten angekündigt, die dann anschließend auch entsprechend umgesetzt werden, wie damals der Sturm auf den Reichstag. Das hätte verhindert werden können. Die Behörden hätten da von vornherein Kenntnis davon haben können. Journalisten hatten diese Kenntnis. Erklären Sie mir als Laien doch bitte noch kurz, wenn ich in diese Kanäle reinschaue, dann schreiben da ja viele unter Fantasienamen, manche auch tatsächlich unter Klarnamen. Also wie findet eine Ermittlungsbehörde den Autor von Hass? Ja, da ist tatsächlich die Möglichkeit, dass wenn dann so ein Inhalt aufgefunden wird, dass dann nochmal bei den Telekommunikationsunternehmen nach der IP-Adresse gefragt wird und dass dann eine sogenannte Login-Falle aufgestellt wird, dass also man darauf wartet, dass derjenige sich einloggt, damit man ihn erkennen kann. Braucht es dafür eine Gesetzesänderung, um diese Login-Falle zu stellen? Wir haben tatsächlich die Login-Falle im Koalitionsvertrag aufgenommen, weil wir unsicher sind, ob sie hinreichend die notwendigen Gesetze schon bestehen, dass wir da nochmal drauf schauen, diese Dinge zu ermöglichen. Nun will ich nochmal von der anderen Seite an das Thema herangehen, Frau Esken. Die freie Meinungsäußerung ist grundgesetzlich geschützt aus guten Gründen, und darauf verweist auch, also nicht auf das Grundgesetz, aber zumindest auf die freie Meinungsäußerung, verweist eben auch Pavel Durov immer mal wieder in seinen russischsprachigen Posts, die er selber absetzt. Rechtfertigt, sagen wir mal, so eine Provinzgruppe, wie die wir jetzt schon ein paar Mal zitiert haben, tatsächlich den Eingriff in so ein Grundrecht? Na, der Eingriff in das Grundrecht ist ja in der Verfassung gegeben. Das Grundrecht hat Grenzen, nämlich das Strafrecht. Und wenn das Strafrecht verletzt wird, dann ist die Meinungsfreiheit eben übertreten sozusagen. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind übertreten. Da ist das Grundgesetz ja ganz klar. Und das Strafrecht auch. Das heißt also, Volksverhetzung und üble Verleumdung, Beleidigung sind verboten. Das sind keine Meinungsäußerungen. Nun will ich noch eine Bande gewissermaßen mit Ihnen diskutieren. Viele sagen, wenn man an Telegram nicht rankommt, dann muss man über die App Stores gehen, also über Apple, über Google, die Platzhirsche, die Apps kuratieren, die man sich auf das Handy herunterladen kann. Klammer auf, denselben Weg sind russische Behörden gegangen vor der Parlamentswahl in Russland im September, und da haben Apple und Google zugesagt, sie sperren die Bots, also die automatisierten sozusagen Informationsangebote der Kreml-Gegner rund um Nawalny, Klammer zu. Solche Bots, da geht es zwar nicht um den Kreml, sondern um die Sozialdemokratie in Deutschland. So einen Bot betreibt auch die SPD bei Telegram zum Beispiel. Muss man an Apple und an Google ran, um Telegram in die Schranken zu weisen? Es ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg, aber tatsächlich geht es dann natürlich nicht darum, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Es geht auch nicht darum, die Kommunikationsfähigkeit von politischen Gruppen einzuschränken, sondern eben nur die Verletzung des Strafrechts. Und wenn das Unternehmen nicht greifbar ist, wie Sie ja völlig richtig beschrieben haben, dann muss man eben andere Wege wählen, und die App Store-Betreiber sind tatsächlich ein Weg, um da ranzukommen. Sagt Saskia Esken. Wir haben gesprochen über den Messenger, über das Netzwerk Telegram. Saskia Esken, Digitalpolitikerin und SPD-Co-Vorsitzende. Frau Esken, danke für Ihre Zeit heute Morgen. Danke, sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag.